In der letzten Eiszeit zeichnete ein Jäger die Tiere, die er erlegen wollte, auf eine Felswand. Vor 5000 Jahren schlug ein ägyptischer Schreiber Hieroglyphen in einen Stein. Die Menschen und ihre Kulturen verschwanden, aber ihre Schriften blieben erhalten und konnten entschlüsselt werden. All diese Steintafeln und Dokumente erzählen uns etwas über das Leben unserer Vorfahren. ...35.000 Jahre lang funktionierte diese Art von Überlieferung, bis vor etwa 3 Jahrzehnten das digitale Zeitalter begann. Seitdem lautet das Dogma mehr, schneller und alles digital. Aber wir bringen uns in Schwierigkeiten. Viele unserer Briefe und Bilder entstehen heute am Computer, aber können wir sie morgen noch lesen? Was früher in Stein gemeißelt wurde, brennen wir heute in kleine Plastikscheibchen. Was wird mit denen in 50, 100 oder 1000 Jahren passiert sein? Die Menschen werden in 100 oder gar 1000 Jahren unsere heutige Zeit als das dunkle digitale Zeitalter bezeichnen. Heutzutage wird nahezu alle Informationen auf digitale Medien gespeichert. Allerdings verändern sich diese so rasant, dass wichtige Informationen auf Dauer gar nicht erhalten werden können. Stuart Brand ist ein amerikanischer Computerspezialist. Die Entwicklung, die er beschreibt, vollzieht sich am deutlichsten auf dem Fotomarkt. Dort gilt, je digitaler, desto doller. Im Jahr 2001 war es soweit. Die Händler verkauften erstmals mehr digitale Kameras als analoge. Aber die Urlaubserinnerungen sind erstmals nur Pixeldateien auf einem Computerchip, gekoppelt an ein Betriebssystem. Was geschieht in 20 Jahren mit diesen Informationen? Familienfilme, glückliche Momente, natürlich festgehalten mit der digitalen Kamera. Der stolze Vater hat das neueste Modell extra zur Geburt angeschafft. Mini-DV, Stereomikrofon, internetfähig. Sein Sohn soll als Erwachsener auch noch sehen, was für eine tolle Familie sie waren. Gegen die zerkratzten Super 8-Filmchen seines Vaters ist das hier schon etwas ganz anderes. Aber wie lange werden diese Aufnahmen halten? In Kürze schon wird das neueste System überholt sein. Schnee von gestern, wie Betamax, Video 2000 und Hi 8. Aber ohne passendes Abspielgerät wird der Sohn seine ersten Schritte nie sehen können. Die Bilder seiner Kindheit für immer verschwunden. Digital Preservation for the distant future. Die Erhaltung unserer digital gespeicherten Erinnerungen ist das drängendste Problem beim momentanen schnellen Wandel unserer Gesellschaft in eine digitale Welt. Die neue Welt ist digital und jung. Und wer keinen Internetanschluss hat, gehört nicht dazu. Wie diese alte Dame, die im Kreise ihrer Kinder, Enkel und Urenkel ihren 100. Geburtstag feiert. Trotzdem besitzt sie einen Schatz, der heute mehr und mehr aus der Mode kommt. Erinnerungen an Menschen und glückliche Momente kann sie in einem Fotoalbum anschauen, wann immer sie will, ohne Abspielgerät, ohne Betriebssystem. Wir lassen uns vom Fortschritt diktieren. Anstelle der Fotoalben sollen Foto-CDs und digitale Videos treten. Doch könnte es sein, dass wir dann in Zukunft ohne Erinnerungen und Bilder dastehen? Irgendwie sehen die meisten Menschen das Problem, aber es nervt sie nur. Sie nehmen es nicht ernst. Doch betrachtet man das Problem weltweit und auf einen langen Zeitraum, dann ist es wirklich sehr bedrohlich, denn eine naheliegende Lösung gibt es einfach nicht. Darüber denkt unser Familienvater nicht weiter nach. Er ist zufrieden und findet Digitaltechnik toll.
Mit der passenden Schnittsoftware ist er schnell ein perfekter Regisseur und Cutter geworden. In kürzester Zeit hat er einen Kinderfilm hingelegt, für den ihn alle bewundern werden. Wie kann er den Film langfristig aufbewahren? Was passiert mit ihm beim übernächsten Programm-Update? Denn was der Vater auf dem Bildschirm sieht, also Programm und Betriebssystem, sind nur eine Übersetzung, die bildliche Darstellung von dem, was Chip und Elektronik im Inneren des Rechners eigentlich machen. Sie arbeiten mit einem schlichten Strom von Nullen und Einsen, einem Code, der für Menschen ein Geheimnis bleibt. So sieht der Prozessor selbst im klügsten Satz nur Reihen von Stromimpulsen, die ohne das Programm, mit dem sie geschaffen wurden, sinnlos sind. Doch Programme verschwinden, wenn Rechner altern. Und gealtert wird im digitalen Zeitalter schneller als jemals zuvor. Denn alt ist vor allem, was nicht mehr dem Stand der Technik genügt. Einer, der mit schneller Alterung Geschäfte macht, ist der Hightech-Schrotthändler James Burgett. Welcome to Triage. Willkommen an unserer zentralen Anlaufstelle. Hier fällen die Leute die Entscheidung, ob die angelieferten Geräte noch okay genug sind, um wieder repariert zu werden, oder ob sie ausgeschlachtet werden. Den Schrott verkauft er gewinnbringend. Die besseren Geräte werden von seinen Mitarbeitern, die meisten von ihnen waren arbeitslos oder wie Burgett selbst drogenabhängig, mit lizenzfreier Software bespielt und funktionstüchtig an soziale Organisationen verschenkt. Dieser Laptop ist nicht älter als 2 Jahre. Jetzt ist er so gut wie Schrott. Er hat mehr Prozessorleistung, als die gesamten USA hatten, als sie einen Mann erstmals auf den Mond schickten. Dieses Gerät hat mehr Prozessorleistung, als der gesamte Erdball zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs hatte. Kleinigkeiten eben. Aber heute ist dieses Gerät einfach veraltet. James Burgett ist so etwas wie der Robin Hood des Silicon Valley. Seine Mission ist es, aus dem Modernisierungswahn Lohn und Brot für die Armen zu gewinnen. In der Lagerhalle wechselt innerhalb von 4 Wochen der komplette Bestand. 2-mal pro Tag kommt ein LKW mit Nachschub, ein nie versiegender Strom von oft voll funktionsfähigen Computern, die Abfall sind, weil es ein neueres Modell gibt. Marktplätze der Sucht nach digitaler Hochrüstung sind die alljährlich stattfindenden Elektronikmessen der Unterhaltungsindustrie. Die ganze Branche lebt davon, neue Formate zu platzieren und uns dabei vorzugaukeln, dass wir auf dieser Technik unsere Zukunft aufbauen können. Doch die Pläne für den nächsten Schritt, den nächsten Standard, liegen schon in der Schublade der Entwicklungsbüros. Aber wir wollen glauben, die ultimative Kamera, den besten Digitalfotoapparat gekauft zu haben und lauschen ergeben den Predigten der Verkäufer. Die Digitalisierung hat praktisch jetzt den Haushalt komplett erfasst. Was jetzt noch eine Frage der Zeit ist, ist die komplette Vernetzung der Geräte untereinander im Haus selber. Digital ist zum Schlagwort geworden, zur Glaubenssache, deren Sinn und Zweck nicht mehr zu hinterfragen ist. Bereitwillig akzeptieren wir jede frohe Botschaft, auch wenn sie noch so absurd klingt. Ich würde sagen, ohne hier übertreiben zu wollen, dies ist die Zukunft der digitalen Speicherung der Nachfolger. Er müsste es eigentlich besser wissen. Denn nichts ist so unsicher wie die Zukunft der digitalen Speicherung. Wann kommt das nächste, komplett neue System auf den Markt? In 5, maximal 10 Jahren mit Sicherheit. Ist digitale Speicherung für eine ferne Zukunft überhaupt möglich? Die Antwort ist erschreckend. Nein. Ein Blick in den Rechner zeigt warum. 0 und 1. Ja oder Nein sind das Einzige, was er verstehen kann. Nur das Programm unseres Rechners übersetzt dieses Signal in lesbare Information. Kaufen wir ein neues Gerät mit neuen Programmen, müssen wir entweder auf alle liebgewonnenen Fotos, Texte und Videos verzichten oder umkopieren. Familienfotos und Kindervideos brennt man heute auf CDs und DVDs. Ein Leben lang sollen sie halten. Aber was, wenn das silberne Scheibchen einen Fehler hat? Unsere Kindheitserinnerungen wären dann für immer weg. ...1983 befreiten die Firmen Sony und Philips die Hi-Fi-Welt vom Knacken und Rauschen des alten Vinyl.
die Compact Disc war geboren und galt als der Hoffnungsträger einer digitalen Zukunft. Doch das Speichermedium der digitalen Gegenwart ist anfälliger als erwartet. Wie lange eine CD wirklich hält, ist umstritten. Die Angaben schwanken mit der Interessenlage. Grundsätzlich würde ich davon ausgehen, dass ein Produkt, wenn es normal benutzt wird, eine Lebensdauer von Minimum 50 bis 100 Jahren hat. So über die Lebensdauer der selbstgebrannten Speicherscheibe zu sprechen, sei maßlos übertrieben, sagt eine bekannte Computerzeitung und testete DVD- und CD-Rohlinge mehrerer Hersteller. Ein extra dafür entwickelter Test machte Fehler als Farbverschiebung sichtbar. So kam ernüchternd heraus, viele Rohlinge sind bereits beim Kauf so voller Macken, dass sie keine alltägliche Behandlung mehr vertragen. Denn Tests zur Haltbarkeit sind bloße Rechenexempel. Also die Haltbarkeit, ob man jetzt 100 Jahre an so einem Rohling noch Spaß hat, kann man natürlich in Echtzeit so erstmal nicht testen, weil dann müsste man 100 Jahre warten. Was da eigentlich gemacht wird, ist kein Langlebigkeitstest, sondern ein Test, wie gut können diese Rohlinge unter hohen Temperaturen ihre Daten behalten. Aber nicht unbedingt kann man eine Aussage treffen, wie lange jetzt in Jahren gerechnet bei Raumtemperatur und beim normalen Gebrauch diese Rohlinge halten. Die von uns geschätzten Silberlinge sind demnach kein sicheres Medium für die digitale Zukunft. Dass UV-Strahlung und Sonnenwärme sie beschädigen, ist bekannt. In Madrid, im staatlichen Naturkundemuseum, musste man jedoch feststellen, dass sie sogar zu den Genussmitteln gehören können. Ihre Kunststoffschicht zählt zur Lieblingsspeise ordinärer Schimmelpilze. Javier Garcia hat eine einzigartige Sammlung von angefressenen Musik-CDs. Die Sporen des Fungus Geotrichum sind weltweit verbreitet. I can show you that duct sample. Hier ist ein Beispiel aus Bangkok. Man sieht den typischen Pilzbefall in einem gleichbleibenden, feuchten Klima. Die Schutzschicht ist dauerhaft beschädigt. In polarisiertem Licht sieht man gut die Fraßspuren der Schimmelpilze, die auch in fast jeder Küche auf Brot oder auf Joghurt vorkommen. Tests ergaben, dass der Pilz zum Wachstum tropisches Klima braucht. 30 Grad und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Per Internet suchte Javier Garcia nach weiteren Beispielen und siehe da, Pilz-CDs gab es auch am Bodensee. Diese wiederbeschreibbare CD ist aus Deutschland. Sie ist komplett zerstört. It is clear that the destruction is absolute. Die angeknabberten CDs von Javier Garcia sind eine seltsame Besonderheit. Aber sie zeigen, dass wir uns nicht darauf verlassen können, einfach im digitalen Datenstrom mitzuschwimmen und technische Entwicklungen ungefragt zu übernehmen. In der Bucht von San Francisco lebt der Schriftsteller Stuart Brand. Er gilt als einer der Erfinder der Internet-Idee. Heute kritisiert er das atemlose Tempo, das durch eine außer Kontrolle geratene Technologie diktiert wird. Brand fordert dazu auf, sich intensiver mit den Unzulänglichkeiten digitaler Medien auseinanderzusetzen. Ein säurefreies Buch hält weitaus länger als eine CD-ROM. Nach rund 15 Jahren ist der CD-Standard veraltet und es ist zweifelhaft, ob man die CD-ROM noch lesen kann. Dieses Buch können Sie in 100 Jahren noch öffnen, die CD-ROM nicht. Für Speichermedien, die sich heute schon nicht mehr lesen lassen, gibt es in Norwegen eine ganz besondere Klinik. In einer Atmosphäre wie im Operationssaal untersuchen die Computerärzte kollabierte CDs oder Festplatten mit Infarkt. Die schöne, glänzende Oberfläche ist der intakte Teil der Festplatte. Hier können die Daten ohne Probleme herausgelesen werden. Der breite Kratzer ist durch das Herabfallen des Lesekopfes entstanden. Hier ist die Oberfläche zerstört und alle Daten an dieser Stelle sind endgültig verloren. Die technische Entwicklung macht aus den wichtigsten Arbeitsgeräten unserer Zeit chronisch kranke Dauerpatienten. The fact is that as they try to make bits smaller, they also make them more unstable. Fakt ist, dass die Industrie die Bits immer kleiner produziert, um mehr Speicherkapazität zu erreichen.
Dies erhöht jedoch die Instabilität und verkürzt die Lebensdauer der Daten. Der Trend geht auf jeden Fall zu höherer Speicherkapazität. Wie lange Daten sicher auf Festplatten gespeichert werden können, ist unklar. Vielleicht 10, 20, 30 Jahre. Wir stürzen in ein dunkles digitales Zeitalter. Die Historiker von morgen werden von all den E-Mails und dem ganzen Computerkram nichts mehr finden. Eine düstere Aussicht. Und natürlich will niemand davon hören. Eigentlich ahnen wir bereits, dass wir in eine historische Leere hineinproduzieren. Trotzdem vertrauen wir unsere Erinnerungen, Fotos, Lebensläufe bedenkenlos elektronischen Medien an, die höchst empfindlich sind und ständig unberechenbare Entwicklungssprünge machen. Und begeistert von der Digitalisierung verdrängen wir selbst die größten Probleme. Wir bauen das Gedächtnis unserer Zeit auf Sand und riskieren, irgendwann von der technologischen Entwicklung weggespült zu werden. Bereits 1995 warnte ein angesehener Computerspezialist aus Kalifornien erstmals vor dieser Entwicklung. Technikbegeisterte Fachwelt und Öffentlichkeit aber schlugen alle Warnungen in den Wind. Jeff Rothenberg konnte damals zeigen, dass er recht hatte. Langfristige Speicherung mit Digitaltechnik wird immer zum Verlust des Gespeicherten führen. Seitdem ist Rothenberg Kopf einer Gruppe von Experten, die den Kampf gegen das drohende digitale Desaster aufgenommen hat. I think everyone is aware of how ephemeral information can be. Ich glaube, jeder weiß, dass Information schon immer eine sehr vergängliche Sache war. Doch jetzt im digitalen Zeitalter glauben viele, dass digitales Speichern in Einsen und Nullen gleichbedeutend mit unbegrenzter Haltbarkeit ist. Unglücklicherweise ist es so, dass digitale gespeicherte Daten weitaus schneller vergänglich sind als traditionelle Überlieferungsformen. Wir müssen sehen, dass uns da nicht alles verloren geht. Aber was sollten wir denn machen ohne unsere Computer, ohne das Internet? Unser Wirtschaftssystem würde es nicht verkraften. Hervorgegangen aus militärischer Forschung hat das Internet unseren Alltag grundlegend verändert, medizinische Forschung weitergebracht, die weltweite Kommunikation erleichtert und uns zu einer Informationsgesellschaft werden lassen. Jeder Internetnutzer hat heute Zugang zu Informationen, die bis vor kurzem nur ganz wenigen zugänglich waren. Der Griff zur Computermaus ist uns vertrauter geworden als der Griff zum Kugelschreiber. Dies ist eine einzigartige Periode in der Geschichte der Menschheit, der Wandel zur digitalen Technologie. Gehen wir mal davon aus, dass das nicht nur ein Ausrutscher ist, könnte man vom Beginn einer neuen Epoche sprechen. Es gibt Leute, die diesen Moment mit der Erfindung der Druckerpresse vergleichen. Ich würde sogar sagen, es ist vergleichbar mit der Erfindung der Schrift. Die digitale Technologie bedeutet eine fundamentale Veränderung für unsere Wahrnehmung und Handhabung von Informationen. Aber irgendwie verschlafen wir diesen historischen Moment gerade. Fast scheint es, als hielten wir unsere Epoche nicht für wichtig genug, um unser Wissen für die Nachwelt zu erhalten. Ein warnendes Beispiel für solche Gedankenlosigkeit liegt gerade mal 10 Jahre zurück. Da war das gängigste Speichermedium für Heimcomputer ein weiches Plastikkärtchen mit Kantenlänge 5¼ Zoll, die Floppy Disk. Hätte jemand sein Testament auf Floppy Disks hinterlassen, es wäre wertlos, denn seine Erben würden keinen passenden Computer finden. Hardware wird immer schneller, billiger und kleiner. Und dadurch erfindet sich die ganze IT-Branche ständig neu. Das bedeutet aber auch, dass wir alle paar Jahre wieder anders über Computer denken. Es ist eine Evolution, ein Wechsel der Paradigmen. Das heißt, wir stellen unsere Gedanken, Werte, Anforderungen ständig um. Und das, was heute noch Standard ist, muss morgen schon ersetzt werden. Die Evolution der digitalen Speichermedien begann im Jahre 1880. Die Daten einer US-Volkszählung waren so umfangreich, dass ihre Auswertung 10 Jahre gedauert hätte. Der junge New Yorker Ingenieur Hermann Hollerith löste das Problem, indem er die Volkszählungsdaten als Lochmuster in Pappkarten darstellte. Seine Hollerith-Zählmaschine bewältigte die 26.000 Seiten in 2½ Jahren.
Als Computer bezeichnete man damals die Menschen, die an dieser Anlage rechneten. Lochkarten waren lange Zeit das beste Speichermedium zur Datenverarbeitung und noch vor 30 Jahren Hightech. Heute findet man sie nur noch im Museum. Manchmal gibt es dort Leute wie Chris Minsky. Sie kümmern sich liebevoll um greise gewordene Computerveteranen. Das ist der erste SUSE C23, der Transistoren verwendete. Er hatte 200 Worte als Kernspeicher. Das wichtigste Teil war der 4K-Trommelspeicher. Eine andere Möglichkeit der langfristigen Speicherung war Papierband. Dieser spezielle Typ wird immer schwerer lesbar, da die Lesemaschinen fast völlig verschwunden sind. Der Control Data 6600 war 1965 der schnellste Computer seiner Zeit, abgelöst durch den 7600. Das war sein großer Bruder, ungefähr fünfmal so schnell. Dieses Ungetüm ist eine 100 Megabyte Speicherplatte. Sie hat die gleiche Speicherleistung wie eine SIP-Disk heute. CDs sind natürlich heute weitaus leistungsfähiger, aber diese Platten waren die größten verfügbaren mobilen Speichermedien in ihrer Zeit. Die US-Armee hat versucht, alle gängigen Computermodelle in dieser Lagerhalle zu sammeln, um gegen einen drohenden Datenverlust gewappnet zu sein. Doch die alten Geräte funktionstüchtig zu halten, erwies sich als unmöglich. In diesen schäbigen Regalen präsentiert sich eine technische Revolution neben der nächsten. Jede von ihnen dauerte im Schnitt nur 18 Monate. Eigentlich sind Computermuseen eine gute Idee, fanden die Experten, um alte, unlesbare Dokumente wieder mit ebenso alten Rechnern zu bearbeiten. Leider gibt es dafür zu wenig funktionierende Geräte. Doch die Idee war verlockend. Man kann etwas sehr Ähnliches tun, nur ohne den veralteten Rechner. Man baut auf seinem neuen Computer einfach den alten virtuell nach. Die Software simuliert dabei Hardware und Software zugleich. Diese Technik heißt Emulation und ist relativ bekannt. Kurz gesagt bedeutet dies, man schreibt Programme für einen Computer, dieser gibt dann vor, ein anderer zu sein. Er tut dies so gut, dass er alle Programme, die auf dem alten Computer liefen, abspielen kann. Emulation kennen diejenigen schon lange, die bereits als Jugendliche lieber in den Hobbykeller statt auf den Bolzplatz gingen. Die Runde früherer Computerspiele-Freaks, die sich in den 80er Jahren bei Chips und River Cola zu Pac-Man oder Donkey Kong zusammenfand, trauerte ihren verlorenen Freizeitbeschäftigungen so sehr nach, dass sie ihre modernen Rechner zwangen, sich wie die veralteten Commodore 64, Amiga 500 und Ataris zu benehmen. Emulation ist immer noch die beste Möglichkeit, Computergenerationen der Vergangenheit wiederzubeleben. Professionell wird sie bereits seit Jahren genutzt, um den Datenschwund so gering wie möglich zu halten. Private Nutzer haben davon meist wenig. Ihnen bleibt nur eine andere, zeitraubende Möglichkeit, Dateien vor dem Verschwinden zu retten. Die Dateien müssen durch die Systeme wandern. Diese Wanderung nennen die Experten Migration. Migration umschreibt die Technik, Daten von einer bestehenden Form in eine nächste, meist neuere Form zu konvertieren, wenn die aktuelle Form veraltet ist. Jeder, der einen Computer seit längerem benutzt, weiß, dass wenn eine Fassung von zum Beispiel Microsoft Word veraltet ist, man alles in die neue Version konvertieren muss. Die Migration wird in der Computerwissenschaft seit 30 Jahren verwendet, verlangt aber immer einen großen Aufwand. Vor allzu großem Aufwand schreckt Herr Brandes mit Recht zurück. Seine Schätze können warten. Im Deutschen Bundesarchiv ruht die deutsche Geschichte. Kaiser Wilhelms Geburtstage und der Fall der Mauer, natürlich auf herkömmlichem Filmmaterial. Doch der Zeitgeist drängt. Sein Material soll digitalisiert werden. Davon hält Herr Brandes gar nichts. Also für Restaurierungszwecke ist die Digitaltechnik sicherlich wichtig, zunehmend wichtig, aber im Augenblick mit Sicherheit nicht, um Filmmaterialien auf Dauer aufzuheben. Manfred Brandes hat es nicht eilig.
Mit einer Glühbirne und einer Lupe lassen sich seine Polyesterfilme bei guter Lagerung noch in 500 Jahren betrachten. Das wäre mit allen digitalen Medien völlig unmöglich. Das Verwirrende an der Diskussion ist, dass digitale Daten sehr einfach zu speichern sind und alle deshalb glauben, dass sie für immer erhalten bleiben und nichts mehr kosten. Speicherkapazität wird zwar immer günstiger, aber langfristige Erhaltung von Daten immer teurer. Vor allem muss sich ständig jemand darum kümmern. Nicht alles aus einer Zeit ist erhaltenswert. Aber Ausgewähltes aufzubewahren, hilft späteren Generationen, ihre Herkunft zu begreifen. In jeder Epoche seit Erfindung der Schrift gab es deshalb vertrauenswürdige Personen mit der besonderen Aufgabe, für die Nachwelt zu bewahren, was in ihrer Gesellschaft als wichtig angesehen wurde. Archivare waren angesehene Menschen. Ihr Beruf war von Stetigkeit und Ruhe gekennzeichnet. Sie schützten die Bestände vor Brand, Überschwemmung und Kriegen. Könige und Fürsten bauten prachtvolle Bibliotheksgebäude, denn sie wussten, wenn eine Kultur ihre Bücher und Schriften und damit ihr Gedächtnis verliert, verliert sie ihre Identität. Heute im digitalen Zeitalter kommt die Bedrohung wie eine heimtückische Krankheit von innen, denn die zunehmende Zahl an elektronischen Medien macht den Beruf der Archivare zu einem nervenaufreibenden Job. Wir müssen sehr kreativ sein, wir müssen Methoden erfinden, womit wir diesen rasenden Technologieschub, den wir erleben mit Betriebssystemen, Software und so weiter, wo wir dagegen etwas tun und Migrationselemente finden, Kopiermechanismen erfinden, mit denen wir im Laufe der Zeit genau Schritt halten mit diesem rasanten Wettbewerb. Das heißt, wenn wir tun wie bisher, dann haben wir verloren, wenn wir aktiv sind, können wir gewinnen. Rund um die Metropole San Francisco entstanden Innovation und Hightech-Boom der letzten Jahre. Aber manche waren das immer sinnlosere Tempo der Branche leid. Eine Gruppe aus Internetspezialisten und Computeringenieuren schloss sich zu der Organisation Das Lange Jetzt, The Long Now Foundation, zusammen. Statt wie in der Vergangenheit an immer schnelleren Rechnern zu bauen, entwickelte die Gruppe um Stuart Brand und Danny Hillis einen einzigartigen mechanischen Computer. Eine Uhr auf 10.000 Jahre programmiert. Um die Uhr herum soll ein Archiv für die Ewigkeit entstehen, in einem Bergmassiv 5 Stunden nördlich von Las Vegas. Stuart Brand will hier eine Bibliothek für 10.000 Jahre anlegen, als einzigartiges Gedächtnis der Menschheit. Alte Silberstollen will man für das Vorhaben nutzen. Technisch ist das Projekt gewagt, doch seinen geistigen Vätern geht es sowieso mehr um seine philosophische Dimension. Der Grundgedanke der Bibliothek für 10.000 Jahre ist die Idee, Informationen als etwas zu begreifen, was nicht nur über Jahrzehnte, sondern über Jahrhunderte und Jahrtausende verwaltet werden muss. Das ist ein völlig neues Verständnis vom Begriff der Information. Das Managen von Wissen hat heutzutage eine entscheidende Funktion übernommen, aber langfristiges Denken scheint dabei bisher keine Rolle zu spielen. Doch unsere Verantwortung liegt gerade in der Zukunft. Zivilisation und Kultur sollten immer zusammen funktionieren. Doch im Moment treiben sie völlig auseinander. Im Bergmassiv des Great Basin National Parks will die Long Now Foundation einen einmaligen technisch-philosophischen Themenpark bauen. Die Bibliothek soll hier das Gedächtnis der Menschheit beherbergen, die wundersame Uhr dafür sorgen, dass sich jemand um die bedeutungsvolle Stätte kümmert. Denn alle 2 Jahre muss die rein mechanische Hardware von Menschenhand aufgezogen werden. Nur dann kann sie ihre Aufgabe, über 10.000 Jahre unabhängig von Erdbeben und Katastrophen die exakte Zeit anzuzeigen, wirklich erfüllen. Was ist, wenn unsere Städte einmal verschwunden sind und wir für nachfolgende Generationen die Antike darstellen? Was wird dann von unserer softwaregestützten Zeit noch übrig sein? Bereits jetzt verschwinden EDV-Daten aus den 70er Jahren in einer technologischen Lücke. Sie sind da, sind aber nicht mehr lesbar. Denn was verloren geht, ist die Bedeutung, der Code, der Nullen und Einsen zu einem Sinn zusammenfügt und unsere gigantischen digitalen Datensammlungen
zu einem Schatz macht. Viele Menschen glauben, dass durch das ständige Weiterkopieren alles für immer erhalten bleibt. Natürlich bleiben die kopierten Bits gleich, aber wir werden nicht unbedingt wissen, was sie bedeuten. Genauso wie Hieroglyphen immer wieder abgeschrieben wurden, aber niemand wusste, was sie bedeuteten. Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass wir die Einsen und Nullen über einen sehr langen Zeitraum durch ständiges Kopieren erhalten können, aber wir wissen dann wahrscheinlich nicht mehr, was sie bedeuten. In Deutschland hätte es ihn beinahe schon gegeben, den Absturz in das Vergessen, das digitale Desaster. Denn mit dem Zusammenbruch des Sozialistischen Staatenbundes ging Anfang der 90er Jahre auch die Ära der Robotron-Rechner des Ostblocks zu Ende. Die Programmiersprache ihrer Großrechneranlagen, nur einigen wenigen Geheimnisträgern zugänglich, verschwand hinter Gefängniswänden oder im Ausland. Die große Datenbank der DDR-Staatssicherheit, SIRA, war somit unlesbar. Fast ein Jahrzehnt wurden die Datenbestände im Keller der Gaukbehörde verwahrt. Nicht mehr als wertloser Plastikmüll. Hier lagern jetzt unsere Datenträger, also hauptsächlich die Bänder von den Großrechnern, die wir oben ja auch schon gesehen haben, in den Schränken hier mit der Signatur von uns und normalerweise auch danach geordnet. Ja, hiermit also sind alle Schränke mit diesen Bändern voll. Manchmal liegen sie und manchmal hängen sie auch. Sie hier. Hier haben wir noch so ein paar Wechselplatten zu liegen, die wir tatsächlich nicht mehr lesen können, weil uns die Hardware dafür fehlt. Also wir haben zwar damals dieses Rechenzentrum gehabt, aber für diese Platten gab es auch da keine Laufwerke mehr, weil die schon damals veraltet waren, sodass wir da noch ein paar von übrig haben. Wir heben sie erstmal auf, ob wir da jemals noch was mitmachen, ist eher unklar. Eine der spektakulärsten Aktionen nach dem Fall der Mauer war die Erstürmung des Ostberliner Stasi-Hauptquartiers. Bürger verwüsteten Büros und Archive ihres verhassten Geheimdienstes. Sie rissen Akten und Magnetspeicherbänder aus den Schränken. Das Gerücht kam schnell. Die herumliegenden Bänder sollten eine Sensation enthalten. Die Namen und Taten aller 4500 DDR-Auslandsspione. Doch lesen konnte man sie nicht. Denn solange niemand ihre Programmiersprache kannte, blieben die Namen der DDR-Spione nur sinnlose Nullen und Einsen. Erst einmal fehlten die Abspielgeräte, denn funktionierende Robotron-Hardware war Mangelware. Wenn man diese Hürde genommen hat, dass man die Daten erstmal im PC oder im neuen Medium hat, muss man sich dann mit den logischen Formaten beschäftigen, wo man im Normalfall dann erstmal nichts mit anfangen kann mit den Daten. Also dann hat man hier, wie hier, also wenn ich jetzt keine Vorkenntnisse habe, nützt einen relativ wenig. Man sieht zwar hier eine Registriernummer, aber was kann ich damit anfangen? Nichts. Ja. Ich muss also die Daten interpretieren und das ist eigentlich die größte Arbeit, sich dazu mit zu beschäftigen. Zwischen Entstehung und Entschlüsselung des digitalen Codes lag hier nicht einmal ein Jahrzehnt. Was ist, wenn die Abstände größer werden? Vielleicht zu Jahrhunderten? Die Enträtselung der zwei Jahrtausende alten Hieroglyphen lässt etwas von den Problemen ahnen, die kommende Generationen mit unseren digitalen Daten haben werden. Ein Blick auf die Geschichte. Ende des 18. Jahrhunderts machte ein französischer Offizier eine großartige Entdeckung. Der Soldat aus Napoleons Armee fand in Ägypten zufällig eine Steinplatte mit eingravierten Schriftzeichen. Neben altägyptischen Hieroglyphen, die zu der Zeit niemand verstand, gab es noch griechische Buchstaben, die schnell übersetzt waren. Unter anderem besagten sie, dass alle drei Texte der Tafel identisch seien. Der 2000 Jahre alte Stein von Rosetta war somit eine einzigartige Übersetzungshilfe für die unbekannte Schrift der Pharaonen. Eine weltweite Sensation. Der französische Orientexperte François Champollion entschlüsselte schließlich die geheimnisvollen Zeichen des alten Ägyptens. Ihm ist es zu verdanken, dass wir heute eine Sprachkluft von 2000 Jahren überbrücken können. Könnte das auch mit einem digitalen Code gelingen? Die Chancen stehen nicht gut und unsere Kultur und unsere Zeit drohen im Nichts zu verschwinden. Alle Versuche, die Probleme digitaler Langzeitspeicherung zu lösen, scheiterten bisher. An der schlechten Haltbarkeit der Datenträger und dem Fehlen einer ewig gültigen digitalen Sprache.
lässt sich dennoch ein moderner Rosetta-Stein für das digitale Zeitalter entwickeln, etwas, das die Jahrtausende überdauert? Überall auf der Welt arbeitet man an Lösungen, gerade in der Hauptstadt der Computerentwicklung, San Francisco. Eins vorweg, es gibt sie noch nicht, die Rettung aus dem digitalen Dilemma. Doch es gibt Teilerfolge. Genervt von der Schnelllebigkeit der Computerbranche, entwickelte die Long Now Foundation einen Langzeitspeicher, der Bilder und Dokumente über 10.000 Jahre sicher bewahren kann. Jim Mason entwarf die moderne Rosetta-Disk, eine Weiterentwicklung des antiken Vorbilds. Er brannte in jede Scheibe ein zentrales Übersetzungsfeld, das erste Kapitel des Alten Testaments, übersetzt in 7 Sprachen. This is what it'll actually look like. It comes in a sphere here. So soll die Rosetta-Disk im Archiv aussehen. Die Scheibe liegt flach in einer Kugel. Ihr Design gibt vor, wie sie gelesen werden kann. Die Schrift am Rande wird immer kleiner und legt so dem Betrachter nahe, ein Vergrößerungsglas zu verwenden, um alles lesen zu können. Die rund 30.000 Textseiten befinden sich dann in der Mitte zwischen den Speichen. Wie ihr Vorbild ist die Rosetta-Disk ein analoges Speichermedium, allerdings High-Tech. Hammer und Meißel haben ausgedient. Man beschießt die Nickeloberfläche mit atomfeinen Gallium-Ionen, die in einem Magnetfeld derart beschleunigt wurden, dass sie wie Meteoriten zielgenau einschlagen und ein unzerstörbares, scharfes Schriftbild erzeugen. 30.000 DIN A4-Dokumente auf so einer kleinen Platte? Wie liest man so etwas? Mit einfachen optischen Hilfsmitteln. Die Erfinder sehen gerade darin die zukunftsweisende Chance. Jeder kann die Rosetta-Disk wieder mit einem Mikroskop lesen und im Computer wieder zugänglich machen. Mikroskope wird es immer geben, digitale Formate wahrscheinlich nicht. Und genau deshalb bleibt die Rosetta-Disk auch analog. Sie benutzt jahrtausende alte Technik, die sie damit zum unverwüstlichen Speichermedium für Dokumente und Bilder macht. Doch die Sache hat einen Haken. Natürlich sind analoge Speichersysteme sehr statisch. Papier ist sehr statisch, Stein noch viel mehr. Wenn man an lange Haltbarkeit denkt, muss man gewisse Dinge wie Flexibilität opfern. Die Rosetta-Disk wird nie eine Datei auf einem Magnetband ersetzen können. Aber wenn es um langfristige Speicherung einfacher analoger Textdateien geht, ist die Rosetta-Disk unschlagbar. Und noch einen weiteren Vorteil hat die Rosetta-Disk. Sie ist ein ästhetisches Objekt, welches noch in 1000 Jahren die Aufmerksamkeit eines Finders auf sich ziehen könnte. Angesichts des auffälligen Designs wird er dann an ihrer Wichtigkeit kaum zweifeln. Bis die geniale Lösung zur langfristigen Speicherung gefunden ist, produzieren wir munter in eine ungewisse Zukunft hinein. In der Hoffnung, irgendwann das, was uns wichtig ist, vor dem totalen Verschwinden retten zu können. Wenn es wirklich eine Lösung gibt, dann ist man hier in Deutschland der großen Entdeckung spürbar nahegekommen. In einem Forschungslabor der Universität Köln wurden Videoaufnahmen in einen Kristall gebrannt und per Laser wieder sichtbar gemacht. Das Verfahren, der holographische Massenspeicher, steckt noch in der Erprobungsphase, lässt aber Großes hoffen. Theo Woike und seine Physiker haben die bereits seit den 60er Jahren bekannte Holographie für die Nutzung als Speichermedium weiterentwickelt. Bereits mit einer simplen Taschenlampe lassen sich die Brechungspunkte im Speicherkristall erkennen. Wir haben hier ein Gerät realisiert, mit dem Sie Informationen, sehr großen Datenmengen an Informationen schreiben können. Und darüber hinaus, und das ist das eigentliche Charakteristikum dieses Gerätes, mit dem Sie dann auch die Daten so aufbereiten können, dass Sie garantiert 100 Jahre Haltbarkeit haben.
Der Trick der Kölner ist die Kombination von Holographie und Videotechnik. Das Filmbild wird auf einen LCD-Monitor übertragen. Dann projiziert ein extra entwickelter grüner Laser jedes einzelne Filmbild auf den briefmarkengroßen Speicherkristall. Auf dem Kristall hinterlässt das gelaserte Bild ein typisches Schwingungsmuster. Eine Art Fotonegativ, wahlweise analog oder digital. Fixiert man die Bilderserie, entsteht ein unveränderliches Hologramm. Wenn Sie jetzt an dieser Stelle wiederum mit dem Laser, mit Licht beleuchten, können Sie das, was Sie da eingeschrieben haben, rekonstruieren. Aber Sie können es nicht mehr vernichten. Das heißt, Sie haben eine Archivierung vorgenommen, die Sie permanent auslesen können, ohne dass Sie sie jemals zerstören. Das Auslesen des Hologramms geschieht auch wieder durch einen Laser. Im Prinzip wie bei einem Filmprojektor. Auf den daumennagelgroßen Kristall passen 400 Gigabyte. In Köln arbeitet man bereits an Terabyte-Kristallen. So ließen sich in Zukunft umfangreiche Programme als digitaler Code, also Nullen und Einsen, hinterlegen, gleichzeitig aber auch ihre Gebrauchsanweisung in deutscher oder englischer Sprache dazufügen. Allgemein lesbar wie ein althergebrachtes Buch und haltbar für mindestens 100 Jahre. Und die Community ist mittlerweile auch unsere Auffassung, dass diese 100 Jahre noch unterschätzt sind. Theoretische Rechnungen sprechen von 1000 bis 3000 Jahren. Doch die Forscher, die fieberhaft und im Verborgenen die Lösung der digitalen Langzeitspeicherung suchen, wissen auch, dass sie den Stein der Weisen noch lange nicht gefunden haben. Sie brauchen die ganze Unterstützung der Gesellschaft für ihre schwierige Aufgabe. Denn das Verschwinden unseres kulturellen Gedächtnisses ist ja nicht nur ein Problem einiger Experten. Wenn wir alles so weiterlaufen lassen wie bisher, wird unsere Epoche bald aus der Chronik der Geschichte für immer getilgt sein. And I think most people assume that the industry is going to solve it. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass die Industrie das Problem der langfristigen Haltbarkeit digitaler Medien lösen wird. Viele Leute sagen immer wieder, kümmert sich nicht Microsoft oder IBM darum? Die Antwort ist, ohne ein kommerzielles Interesse wird die Industrie nichts tun. Vielleicht einmal in der Zukunft, wenn der Druck groß genug ist. Mein Gefühl sagt mir, dass nicht die Technologie, sondern eher die Wirtschaft, Politik oder Religion die Dinge regeln wird. Es wird vielleicht so weit kommen, dass die Leute sagen, es reicht, so möchten wir nicht mehr leben. Ich möchte meinen Computer nicht häufiger als alle 5 Jahre wechseln. Ich möchte nicht dauernd ein neues Betriebssystem. Es ist ein zu großer Aufwand. Ich bleibe bei dem alten System, egal wie schlecht es ist. Ich arbeite mit Microsoft die nächsten 1000 Jahre. Viele Menschen deprimiert das alles. Sie sagen, nein, so ist jetzt der Standard. Lasst uns hier stoppen. Andere sagen, das wollen wir auch nicht. Die Diskussion geht weiter. Und wofür das alles? Könnte es uns nicht gleichgültig sein, ob und wie viel von unserer Epoche der Nachwelt überliefert werden wird? Nein, es ist gerade das Wissen um die Vergangenheit, das einer Gesellschaft ihre Identität verleiht. Wir müssen dafür sorgen, dass kommende Generationen nicht auf ein dunkles, digitales Zeitalter zurückblicken müssen. Noch ist es Zeit, das digitale Desaster zu verhindern. Thank you.